Rhythmisch. Eins und. Der ursprüngliche Gedanke, als wir das Projekt 2015 eigentlich in Berlin erdacht haben, das Thema Ankommen und Begrüßen auf eine stimmliche, miteinander singende Art und Weise mal zu verhandeln. Wir begegnen uns als Menschen, singen miteinander, machen eine Gemeinschaft. Und dann gibt es eben singende Menschen und dann noch nicht singende Menschen. Und auf dieser Ebene begegnet man sich dann auf dem Weinfest oder im Park oder wo auch immer. Es war mein Anliegen, mit Musik Menschen zu berühren, Geschichten zu erzählen. Und sich auch in vielleicht nicht ganz selbstverständliche Kontexte eben halt mit Musik einzufädeln. Das Besondere auch, dass das Ziel ja eigentlich ist, mit diesen Sachen, die man dann singt, nach draußen zu gehen. Und also A, einmal die Leute zu überraschen, die draußen sind, und B, auch die Leute draußen zu animieren, mitzumachen. Die Idee bei diesem Projekt ist die unterschiedlichen Studios, wo man bei einem Studio singen ohne Noten geht um Improvisation. Dann bei einem anderen ist Bewegung. Während einem Tag, ich persönlich habe die Möglichkeit, durch 3-4 Kontinente zu fahren. Vormittag, ich bin im Litauen und Nachmittag bin ich in Togo. Es geht hier nicht darum, einfach nur Stücke einzuüben, sondern mit den Leuten so zu arbeiten, dass sie frei werden und wirklich authentisch singen und der Stimme freien Lauf lassen. Musik hat eine kathartische Wirkung. Musik kann Leute von falschen Gedanken auch in einer Beziehung oder irgendwas anderem, oder im Beruf oder so wegbringen und kann sie einfach reinigen. Da bietet die Musik ein gutes Mittel, dass man da zum Beispiel auch ohne Worte miteinander kommunizieren kann. Eine Woche lang zusammen, lernt neue Leute kennen, Leute, die von sich aus offen in eine Sache hineingehen. Und die selber Dinge ausprobieren und merken, wie durch das Ausprobieren sie zum Teil wirklich über sich selbst hinauswachsen. Und allein diese Erfahrung ist für jeden sehr beglückend. Also draußen zu singen ist nicht leicht. Also einfach so in so einer Einkaufspassage zu singen, das erfordert schon auch einen bestimmten Mut. The people are coming to learn how to sing and how to participate with the groups and deal with the teamwork. And my aim is to let them also learn how to dance, how to move, because I do believe that everyone can dance. Sie sind frei. Übrigens, Leute, überall.
der Welt. So, 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 so. Manchmal entstehen Songs und bestimmte Farben und eine Energie über eine Improvisation mit eben nicht gelernten Musikern, die einfach ihr Herz ausschütten über Musik. Das strömt dann wieder zurück in die gesamte Gruppe, weil alle merken, ach ja, ich muss ja gar nicht wie ein gelernter Musiker hier spielen, sondern ich singe gerne oder ich, vielleicht trommel ich auch gerne oder mache irgendwas anderes. Und dann entsteht so eine Leichtigkeit. Ich hatte mir vorgestellt, Noten, Musik, Klang. Und es war mehr als das. Es waren Noten, die Noten waren am Ende weg. Es war Klang, es war Ton vom Instrument und es war Atmosphäre. Also gestern am Kasperg im Gefängnis, im Raum, der Hall, der Klang. Unerklärbar, würde ich sagen. Also. Ich bin ganz sehr, sehr beeindruckt, so, was man in ein paar Tagen so machen kann oder die Leute realisieren können. Diese Lieder, die wir alle zusammen singen, wie das Ganze aufgebaut wird und man merkt, wie viele Stunden dahinter da sind und das Ergebnis ist wirklich toll. Die Zeit ist so gedehnt und so krass, wie wir alle zusammengewachsen sind in der Zeit. Und wie viel Spaß das macht, hier in den öffentlichen Orten von Chemnitz zu singen. Dieses Miteinander und den ganzen Tag zu singen, es war sehr beruhigend. Eine tolle Gelegenheit, nette Menschen kennenzulernen. Aber es geht ja vor allen Dingen erstmal um Kultur. Wenn man die Schönheit und den Reiz der anderen Kultur wirklich mal hört, bevor man zu früh entscheidet. Trauen Sie sich das zu, dass in einer Gemeinschaft, dass jeder so mitgenommen wird, wie er gerade ist und wo er sich gerade befindet. Und es gibt für alle Niveaus eine Einstiegsmöglichkeit. Mitzusingen, mitzumachen, zu tanzen, ja, macht diese Gehörigkeitsgefühl noch stärker und authentischer. Es war so schön. Es war so, wie ich es erwartet habe. Vielleicht noch ein bisschen schöner.